Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Olaf Müller-Michaels. Ich bin Professor für Wirtschaftsrecht an der FOM-Hochschule in Düsseldorf und setze mit diesem Video meine Serie zum richtigen Zitieren fort. Nachdem wir uns in den ersten beiden Teilen mit dem Zitieren von Gesetzen und der Rechtsprechung beschäftigt haben, möchte ich mich heute der Zitation von Literatur zuwenden. Dazu habe ich wieder die Mindmap ergänzt. Sie können diesen Abschnitt der Mindmap dann auch runterladen. Den Link finden Sie unter dem Video. Starten wir direkt mit der Mindmap. Ich habe bei der Literatur Fußnoten und Literaturverzeichnis hier aufgeschrieben. Denn anders als bei Gesetzen und Rechtsprechung ist die Literatur sowohl in den Fußnoten als auch im Literaturverzeichnis aufzunehmen. Also Literatur nicht wie Gesetze im Text, aber auch nicht wie die Rechtsprechung nur in den Fußnoten, sondern Literatur bitte in die Fußnoten und in das Literaturverzeichnis. Und die Grundregel ist die, dass im Literaturverzeichnis die vollständige Bibliografie rein muss. Ich werde Ihnen gleich sagen, was das ist, also eine Langfassung. Und in den Fußnoten dann eine Kurzfassung der Bezeichnung der Literatur zitiert wird, sodass man also nicht den langen Angaben aus dem Literaturverzeichnis in den Fußnoten mitschleppt. Aber gehen wir mal in die Details. Zu den Fußnoten. Damit habe ich angefangen. Die Grundregel bei Fußnoten besagt, dass Sie in den Fußnoten bitte den Nachnamen des Autors nennen oder der Autorin, diesen bitte kursiv setzen. Ich konnte leider in der Mindmap nicht einzelne Teile kursiv setzen, deswegen habe ich immer das, was Sie kursiv setzen müssen, da habe ich dahinter geschrieben in eckigen Klammern kursiv. Also der Nachname des Autors muss kursiv gesetzt werden. Dann Komma, der Titel des Werks, dann gegebenenfalls, da gibt es zwei Möglichkeiten, eine lange und eine Kurzfassung, Auflage ja oder Stand ja, also dass man Auflage und ja dazu setzt oder Stand und ja. Das muss man nicht, kann man aber. Und dann Komma, die genaue Fundstelle. Auch bitte bei der Fundstelle wieder sehr wichtig, wie ich schon bei der Rechtsprechung gesagt habe, dass Sie eine genaue, präzise Angabe machen. Also so genau wie möglich zitieren, von wo Sie den Gedanken übernommen haben. In vielen juristischen Literaturwerken finden Sie inzwischen Randnummern, sodass man also sehr schön über diese Randnummern zitieren kann in den allermeisten Fällen. Oder eben bei Fachaufsätzen über die Seitenzahlen der Zeitschrift. Gut, jetzt gucken wir uns nur ein paar Beispiele an. Ich habe Ihnen zum Beispiel aus dem Münchner Kommentar jetzt zwei Zitierweisen hier mal aufgeführt. Die beiden sind jeweils die gleiche Stelle. Ich habe nur einmal eine Langzitierweise benutzt, also mit Auflage und ja, und einmal eine ohne. Und ich habe auch ein bisschen variiert, wie man den Namen des Autors setzen kann im Verhältnis zum Titel. Also es gibt eine Variante, die man häufig findet, dass man bei Kommentaren sagt, Autor, bitte kursiv, dann in Doppelpunkt, dann der Name, der Kurzname des Kommentars, hier Münchcom-BGB, manche schreiben auch Myco-BGB, manche schreiben einen Münchner Kommentar, Hauptsache es ist einheitlich, Münchcom ist, glaube ich, die gängigste Bezeichnung, dann wieder Komma, dann wievielte Auflage, ja, und dann Komma, dann der Paragraph und die Randnummer, die Sie zitieren. Also relativ simpel. Wichtig ist bei Kommentaren, das sehen wir gleich noch im Literaturverzeichnis, dass Sie hier denjenigen Autor in die Fußnote aufnehmen, der die konkrete Stelle auch kommentiert hat, also den Paragraphen 252. Nicht jetzt die Herausgeber, die stehen dann im Literaturverzeichnis, sehen wir aber gleich. Kürzere Variante, habe ich auch häufig gesehen, ich schwanke eigentlich auch immer zwischen beiden, aber benutze inzwischen, glaube ich, häufiger die Kurzvariante. Das ist, wenn Sie einfach nur Myco-BGB und dann Schrägstrich und dahinter den Autor des Paragraphen, den Sie gerade zitieren, setzen. Also Myco-BGB-Oetker. Den Oetker setzen Sie bitte wieder kursiv, weil der Name des Autors kursiv zu setzen ist. Dann Paragraph 252, Rand Nummer 6. Das reicht auch aus, weil Sie ja die Auflage und das Ja, sehen wir dann, im Literaturverzeichnis zitieren. Das heißt, es ist nicht zwingend erforderlich, in der Fußnote diese Bezeichnungen mitzuschleppen. Trotzdem findet man auch in Büchern, die sich mit der Frage beschäftigen und Leitfäden, häufig die Aussage, dass das mitzuzitieren ist. Vielleicht müssen Sie dann auch mit Ihrem Betreuer sprechen, ob der darauf besteht. Aber am Ende, das sage ich noch im nächsten Video, wo es um Allgemeines geht, kommt es darauf nicht wirklich an. Hauptsache, der Leser kann die Stelle finden, die Sie zitieren.
Back OK ist ein bisschen was anderes, weil das eben nicht auch ein Printwerk ist, sondern der nur in Back Online vorhanden ist. Da gibt es dann auch wieder, aber die Systematik ist die gleiche. Name des Autors, der den entsprechenden Paragraphen kommentiert hat, das ist hier Flume. Den wieder kursiv, dann in Back OK BGB, 51. Edition. Das wird dann abgekürzt 51.ed. Dann das Datum des Standes 1.2.2020, Paragraph 252, Randnummer 18. Eine gute Übung ist es, dass Sie vielleicht, wenn Sie Back-Online-Zugang haben, was die meisten ja über die Hochschulen haben, dass Sie dann bitte einfach mal versuchen, diese Stellen dann auch zu finden in Back-Online. Dann können wir also, die habe ich dann auch wieder die Kurzzitierweise aufgenommen, wo dann wieder das, was ich hier oben in eckigen Klammern gesetzt habe, hier, da sehen Sie das, was hier in eckigen Klammern ist, das, was ich da weggelassen habe, da das kann man auch in der Fußnote weglassen. Und ich habe auch hier wieder umgedreht, also erst den Kommentar und dann Schrägstrich Autor und nicht Autor, in. Sind die beiden Varianten. Ist aber wieder parallel zum Münchner Kommentar. Dann habe ich hier auch nochmal Handbuch. An einem habe ich selber mitgeschrieben, mal ein bisschen Werbung machen. Und zwar Hölters Handbuch Unternehmenskauf habe ich ein Kapitel geschrieben. Und wenn man daraus was zitieren will, dann würde man eben den Autor wieder kursiv setzen, Villa Michaels in, Doppelpunkt Hölters, das ist der Name dieses Handbuchs Unternehmenskauf, dann 9. Auflage 2019, Kapitel 13, Randziffer 1329. Oder die kürzere Variante, wieder ohne Angabe der Auflage und des Jahres und dann auch bei der Zitierweise ein bisschen einfacher, das Kapitel ist auch nicht zwingend erforderlich, weil die Randziffern ja durchnummeriert sind in dem Werk. Also wenn man es ganz einfach haben will, schreibt man einfach Villa Michaels kursiv. Dann Handbuch wird häufig HDB abgekürzt, minus Unternehmenskauf und dann Randziffer 1329. Beides ist aus meiner Sicht richtig. Lehrbücher und Monographien sind dann auch wieder relativ simpel. Man kann das so machen, dass man nimmt wieder den Autor. In dem Fall habe ich mal das Werk Europarecht von Hobe genommen. Nämlich Hobe setzt den kursiv. Dann Komma Europarecht, der Titel des Buchs, dann Auflage, 9. Auflage 2017, Paragraph 8, Randnummer 288. Und die ganz Kurzvariante ist wieder, Sie nehmen einfach nur den Autor kursiv, dann nehmen Sie eine abgekürzte Bezeichnung für das Werk, also Europare für Europarecht, und dann müssen Sie weder die Auflage noch den Paragraphen, weil auch der oben hat durchgehende Randnummern fürs ganze Werk. Also man findet die Stelle, die Sie zitieren, auch indem man einfach nur Randnummer 288 schreibt. Geschmackssache. Bei Fachaufsätzen ist es so, dass man, ich habe jetzt hier ein Beispiel aus der NJW 2020 genommen, mit zwei Autoren. Wenn Sie zwei Autoren haben, müssen die bitte immer durch Schrägstrich getrennt werden und beide kursiv gesetzt werden. Wichtig, Schrägstrich, beide kursiv, hier Fulroth-Oltmanns, beide kursiv und dann bitte da keinen Titel, keinen Kurztitel. Bei Zeitschriftenbeiträgen ist das mal eine Ausnahme, dass man wirklich nur den Autor und die Fundstelle nimmt und nicht irgendeine Kurzbezeichnung dieses Aufsatzes. Hat sich halt so eingebürgert. Das heißt, Sie schreiben einfach Autoren kursiv, dann Komma und dann die Fundstelle. NJW 2020, Komma, dann die Anfangsseite 958 und dann in Klammern bitte die Seite, die Sie dann aktuell wirklich zitieren. Das ist in dem Fall die 961 zum Beispiel. Alternative, die auch richtig ist, ist anstatt die wirklich zitierte Seite in Klammern zu setzen, dass man einfach noch ein Komma setzt hinter 958, 961. Ist auch üblich und richtig. Dann bleiben noch Dokumente von Behörden. Und da ist es so, zum Beispiel BaFin, dann Jahresbericht 2019, Seite 55f. Da ist der Autor dann die BaFin, setzt man in dem Fall nicht kursiv. Kann man auch kursiv setzen, aber ist nicht so üblich, weil die BaFin ja kein Autor ist, sondern eine Behörde. Und ähnlich, wenn Sie Europäische Kommission Leitlinien zitieren, dann würde man auch wieder als Ersatz für den Autor dann eben die Behörde, Europäische Kommission, dann den Titel Leitlinien für vertikale Beschränkung und die Fundstelle, die bei der EU dann ein bisschen komplexer ist. Aber da sehen Sie auf jedem Dokument drauf, steht diese Fundstelle hier SEK in Klammern 2010 411 endgültig und das wird abgekürzt mit dem Punkt. Dann eben wieder konkret die Randnummer. Wie ist das Ganze jetzt im Literaturverzeichnis? Und ich habe jetzt die gleichen Stellen, die ich oben in den Fußnoten habe, habe ich jetzt
hier aufgeschrieben, wie man die im Literaturverzeichnis wiedergibt. Also das können Sie sich dann auch als Vorlage nehmen, um einfach mal zu sehen, wie sehen, unterscheiden sich die Einträge im Literaturverzeichnis von den Einträgen in den Fußnoten. Gibt es für Anfänger wirklich viele Probleme? Ich komme gleich noch auf das Kernproblem, aber wie sieht es allgemein im Literaturverzeichnis aus? Nachname, Komma, Vorname. Und dann bitte hier Nachname und Vorname kursiv setzen. Das ist wichtig. Dann danach den Titel, dann unter Umständen den Band, wenn das ein mehrbändiges Werk ist, dann die Auflage, Erscheinung, und zwar die Kommata, meine Damen und Herren, sind auch wichtig. Die sind nicht zufällig zu setzen, sondern auch da gucken Sie bitte ganz genau, wie ich das in der Vorlage mache. Denn da ergibt sich im Einzelfall dann immer geben sich immer wieder Unsicherheiten. Hier habe ich noch einen Fehler gefunden. Da muss ein Punkt hin, aber sehen wir gleich. So, also Nachname, Komma, Vorname, Kursiv, Titel, Band, Auflage, Erscheinungsort, Erscheinungsjahr und dann, und das bereitet den meisten Anfängern die größte Schwierigkeit, da muss man in Klammern die Kurzzitierweise definieren. Und die Kurzzitierweise ist die Zitierweise, wie man sie dann in den Fußnoten benutzen möchte. Das heißt, alle Werke außer Fachaufsätze müssen Sie in den Fußnoten, müssen Sie im Literaturverzeichnis eine Kurzzitierweise definieren, die Sie dann in den Fußnoten durchziehen. So. Und dann, ich habe Ihnen ja hier viele Beispiele gemacht. In der BWL ist es so, dass sich da, dass die, dass es mit den Schlag, da werden Schlagwörter reingesetzt und die müssen nicht im Literaturverzeichnis auftauchen. In der Juristerei ist es so, dass die Bezeichnung des Werks in den Fußnoten, das müssen Sie vorher im Literaturverzeichnis definieren. Wie läuft das jetzt konkret? Zum Beispiel beim Münchner Kommentar zum BGB, da würden Sie im Literaturverzeichnis schreiben, Münchner Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 2, Komma. So, und dann kommen die Herausgeber, Krüger, Komma Wolfgang oder Redakteur hier ist das in dem Fall. Und zwar setzen Sie, ich habe jetzt hier in eckigen Klammern hintergeschrieben, dass Sie das bitte kursiv setzen. Das konnte ich nämlich leider eben nicht hier mit MindMeister machen. Dann dahinter die Auflage, achte Auflage, dann der Ort, das Jahr und dann kommt die Kurzzitierweise. Und da können Sie jetzt entweder die lange, ich habe jetzt hier mal die lange genommen, also die erste Variante oben. Wenn Sie jetzt hier nochmal gucken, wenn wir nochmal nach oben gehen, dann haben wir hier in den Fußnoten ja diese erste Variante hier. So, und wenn ich die erste Variante in der Fußnote der Kurzzitierweise, die muss ich hier unten im Literaturverzeichnis definieren. So, und dann schreibe ich hier einfach rein, Bearbeiter. Und das müssen Sie, dieses Wort Bearbeiter, das bleibt da auch drin. Da müssen Sie nicht den konkreten Bearbeiter reinschreiben, weil Sie ja noch gar nicht, also es sind ja mehrere Paragraphen, die Sie zitieren. Es kann ja sein, dass die Bearbeiter der einzelnen Paragraphen unterschiedlich sind. Schreiben Sie also hier bitte nicht den konkreten Bearbeiter rein, der später in den Fußnoten auftaucht, sondern der Witz ist dabei, dass man hier einfach generisch definiert, wie man abstrakt, wie praktisch ein Gesetz, dass man abstrakt definiert, wie man in den Fußnoten denn zitiert. Und da zitieren Sie immer den Bearbeiter der entsprechenden Paragraphen im MyKo, in dem Fall jetzt Oetker, aber hier schreiben Sie Bearbeiter und das schreiben Sie wirklich Bearbeiter rein und kursiv, Komma, in Doppelpunkt, Münchkomm BGB, 8. Auflage 2019, Paragraph RN Punkt. Denn in genau dieser Weise zitieren Sie ja den MyKo, den Münchner Kommentar in den Fußnoten. Wenn Sie jetzt hier, können Sie natürlich als Übung dann machen, wenn Sie hier dieses zitiert, jetzt da die Kurzzitierweise einfach mal üben reinzuschreiben, also die kürzere Variante, wo Sie einfach schreiben, Münchkomm BGB Schrägstrich. Das kann man natürlich auch machen. Ne? Dann hätte man das hier anders. So, dann habe ich hier für den Beck OK wieder das Gleiche gemacht. Ich will das jetzt nicht alles vorlesen. Sie können sich das ja dann auch in Ruhe angucken und auch miteinander vergleichen. Wichtig ist, dass man einmal wirklich begreift, dass das, was hier im Literaturverzeichnis unter zitiert steht, was das bedeutet, dass ich damit verweise darauf, wie ich dieses Werk in den Fußnoten zitiere. Dass ich das dem Leser klar mache. Und dass ich mich bitte dann auch dran halte und das einheitlich genauso durchgängig zitiere in den Fußnoten, wie ich es im Literaturverzeichnis definiert habe. Bei Handbüchern ist es so, dass man häufig den Herausgeber als Autor nennt. Bei Kommentaren haben Sie ja gesehen, kann man es so machen, dass bei bekannten Kommentaren steht im Literaturverzeichnis nicht der Autor vorne.
ein bisschen hier anders als in der Regel, sondern da beim Münchner Kommentar zum Beispiel hat sich's eingebürgert, dass man den unter M, also unter dem Namen des Kommentars aufnimmt und nicht unter dem Namen des Redakteurs. Bei anderen Kommentaren, jetzt könntest du zum Beispiel beim Bäckchen Online-Kommentar den auch unter B aufnehmen und dann in der gleichen Reihenfolge das schreiben wie hier. Das ist alles nicht so wirklich ja, ein Fehler, wenn man das jetzt anders macht, aber üblicherweise, also beim Back OK ist es noch so, dass man die Herausgabe häufiger zuerst sieht als jetzt die Bezeichnung Backshow Online-Kommentar. Das kann sich auch mal ändern. Also die Varianten sind beide richtig. Wenn Sie sich hier nach dem Allgemeinen richten, dann würden Sie beim Münchner Kommentar etwas Unübliches machen, weil Sie den dann eben nicht unter Münchner Kommentar aufnehmen, sondern unter in dem Fall Krüger, Wolfgang. Das wäre sehr unüblich. Also der Myko ist so ein bekannter Kommentar, dass man den eben nicht unter dem Herausgeber oder Redakteur aufnimmt, sondern unter seiner eigenen Bezeichnung Münchner Kommentar. Üblicherweise jetzt bei dem Bamberger Rot ist es zum Beispiel so, dass der bekannter ist unter Bamberger Rot und deswegen unter dieser Bezeichnung ins Literaturverzeichnis aufgenommen wird. Also in die Reihenfolge. Das ist ja alphabetisch geordnet. Den habe ich jetzt wieder auch so zitiert, ne, wie er oben in der Langform zitiert wurde. Auch da kann man dann theoretisch auch die Kurzform hier wählen. Das muss man sich selber überlegen, wie man in den Fußnoten denn das Werk zitieren möchte. Und dementsprechend muss man das hier auch aufnehmen. Genauso beim Hölters waren wir jetzt stehen geblieben. Da Handbuch Unternehmenskauf, dann bei Handbüchern wird der Herausgeber regelmäßig zuerst genannt. Das ist der das Werk sozusagen koordiniert und nicht die Autoren der einzelnen Abschnitte. So, der Hölters hat das herausgegeben, dann hat der Titel des Werks, Auflage, Ort, Jahr und zitiert wieder Bearbeiter in Hölters Handbuch Unternehmenskaufs wieder die Langform. Sie sehen, so steht es im Literaturverzeichnis und in der Fußnote steht dann aber natürlich nicht Bearbeiter, sondern da steht dann der konkret die Randziffer bearbeitet hat. Das war jetzt in dem Fall, wenn Sie aus dem 13. Kapitel zitieren, bin ich das. Deswegen steht in der Fußnote dann Müller-Michaels in Hölters Handbuch Unternehmenskauf, was weiß ich, 9. Auflage 2019, Kapitel 13, Randziffer 13, 29. Und hier im Literaturverzeichnis steht nur generisch das, was ich Ihnen hier hingeschrieben habe. So, jetzt wird das ähnlich und wiederholt sich auch bei Lehrbüchern, Monografien, wieder Autor, Titel, Auflage, Ort, Jahr, kurz Zitierweise. Hier habe ich jetzt mal die kürzere Zitierweise genommen. Also die von denen wir oben haben wir ja zwei zur Auswahl gehabt und ich habe mich hier mal für die kürzere entschieden. Fachaufsätze werden sehr simpel zitiert, da müssen Sie keine Kurzzitierweise definieren, sondern da schreiben Sie einfach die Namen beider Autoren mit Vornamen kursiv, dann den Titel des Aufsatzes und die Fundstelle. Und zwar nur die Anfangsseite ist nicht üblich und auch nicht erforderlich, die Endseite mit aufzuschreiben. Bleiben uns noch die Dokumente von Behörden. Und da gibt es die Besonderheit, die wird man ja meist aus dem Internet entnehmen, dass man dann eben dazu schreibt, wo man die aus dem Internet her hat und die Internetadresse aufschreibt. Zum Beispiel, wenn Sie aus dem BaFin-Jahresbericht 2019 zitieren, dass Sie dann schreiben abrufbar unter und dann die Internetadresse eingeben. Genauso bei der Europäischen Kommission. Ansonsten sind Links ins Internet oder zu Back Online nicht erforderlich. Okay, das war's für dieses Video und ich hoffe, dass ich ein bisschen Licht ins Dunkel bringen konnte, wie man Literatur nun in Fußnoten im Literaturverzeichnis zitiert. Und würde mich auch über Kommentare freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal noch zur letzten Folge in dieser Serie richtig zitieren. Habe ich noch ein paar allgemeine Hinweise, die man, glaube ich, am besten versteht, wenn man die Details jetzt behandelt hat. Dann bis zum nächsten Mal und tschüss.